Astăzi vom continua colecția nouă, dar înainte, merken Sie sich, rețineți, Käthe erwacht früh. Käthe erwacht früh. Käthe s-a trezit de dimineață. Es stimmt, es stimmt, așa este. Da bin ich schon, da bin ich schon. Sunt aici deja. Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Îi doresc fratelui mult noroc. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Ich gratuliere der Freundin zum Geburtstag. O felicit pe prietena de ziua ei. Die Freunde kommen zu Besuch. Die Freunde kommen zu Besuch. Prietenii vin în vizită. Neuntes Lehrstück. Ein Brief an Genossin Elena Ionescu. Giurgiu, Eminescu Straße, Nummer 25, Bucharest, den 2. November 1965. Liebe Mutter, ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăvești. Hier wohnen ungefähr 2500 Studenten in 1250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch und der Studentenverband hat eine Sitzung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiss sehr schön. Wie geht es dir, liebe Mutter? Kommst du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse. Dein Andrei. Neuntes Lehrstück. Ein Brief an Genossin Elena Ionescu. Giurgiu, Eminescu Straße, Nummer 25, Bukarest, den 2. November 1965. Liebe Mutter, ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăvești. Hier wohnen ungefähr 2500 Studenten in 1250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Aufstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch und der Studentenverband hat eine Sitzung.
Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon im Prädial? Im Gebirge ist es jetzt gewiss sehr schön. Wie geht es dir, liebe Mutter? Kommst du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst du Tante Olga außer Rat treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse. Dein Andrei. În partea de gramatică vom învăța despre contopirea prepozițiilor cu articolul. De exemplu, am Donnerstag gehen wir in das Stadion. In das se transformă în ins. Am Samstag fahren wir auf das aufs Land. Im Gebirge ist es gewiss sehr schön. Fährst du zur Tante Olga? Zu der zur. Fährst du zu dem zum Onkel Emil? An dem se transformă în am. In dem im. In das ins. Auf das aufs. Zu der zur. Zu dem zum. Tot în această lecție vom afla și despre complementul circumstanțial de timp. Așadar, vom putea răspunde la întrebarea wann. Wann, când. Heute, astăzi. Jetzt, acum. Gestern, ieri. Vorgestern, alaltăieri. Morgen, mâine. Übermorgen, poimâine. Sau, am morgen, dimineața. Am vormittag, înainte de prânz. Am mittag, la prânz. Am nachmittag, după prânz. Am abend, seara. In der Nacht, noaptea. Am montag, lunea. Im Sommer, vara. Im November, în noiembrie. 5 Uhr, la ora 5. Im Jahre 1965, în anul 1965. Wann? Morgens. Diminețile. Vormittags, înainte de prânz. Mittags, nachmittags. Abends, nachts, montags. Deci în fiecare luni sau în fiecare seară. Totodată aflăm despre complementul circumstanțial de loc, care răspunde la întrebările wo, wohin și woher. Să vedem. Wo sind Sie? Sie sind auf der Fakultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind im Predel. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause. Wohin? Sie gehen auf die Fakultät. Woher? Sie kommen von der Fakultät. Da? Deci de unde vin? Ei vin de la facultate. Wohin este întrebarea încotro. Sie gehen auf die Fakultät. Se duc la facultate. Iar wo? Unde? Sie sind auf der Fakultät. Sunt la facultate. Deci, wo? Unde? Sie sind auf der Post. Unde sunt ei? Sunt la poștă. Wohin? Unde se duc? Wohin gehen sie? Sie gehen auf die Post. Ei se duc la poștă. Și woher? Woher kommen sie? Sie kommen von der Post. Ei vin de la poștă. Totodată vom învăța cum spunem 100, 100 sau 100, 100. 101, 102, 103, 110, 120, 200,
300. 1000, sau 1000. 1500. 100.000, adică 100.000. 1 Million. 1 Milliarde. 1 Billion. Iar la sfârșitul acestei lecții veți învăța cum se formează viitorul cu ajutorul verbului werden. Wir werden Vater besuchen. Îl vom vizita pe tata. Wird es eine Überraschung sein? Va fi o surpriză? Mult succes! La revedere! www.germanforfree.blogspot.com. Tschüss!